Bernd Bürger ist eigentlich ein ganz normaler Schülerlotse. Doch in seiner freien Zeit kämpft er gegen das Verbrechen und die Ungerechtigkeit. Nimm das Verbrechen. Er ist Bernd Bürger und seine Superkraft ist die Power der Nettigkeit. Wer ist unser Held? Es ist ein sonniger Mittwochvormittag und unser Held, Bernd Bürger, geht wie gewohnt seinen Pflichten als Schülernotse nach. Immer dabei Bernds bester Freund Richard, die Ziege, die immer einen frechen Spruch auf den Lippen hat. Bäh. Sag sowas nicht, Richard. Schülerlotse zu sein, ist der dankbarste Beruf auf der ganzen Welt. Und denk doch nur an die ganzen glücklichen Kinder. In diesem Moment geschieht das Unvorstellbare. Eines der Kinder, das eben noch nett und brav gewesen war, bekommt plötzlich grün leuchtende Augen und ein freches Grinsen im Gesicht. Wie besessen läuft es zum Mülleimer, um ein Kaugummipapier zu entsorgen. Du hast recht, Richard. Es läuft einfach weiter und lässt seinen Schmutz auf dem Bürgersteig liegen. Ja, ist denn das zu glauben? Dieses Kind ist völlig außer Kontrolle. Voller Elan schreitet Bernd Bürger zur Tat, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Gerade will er das Kind auf sein fahrlässiges Verhalten aufmerksam machen, als er einen wichtigen Anruf bekommt. Hallo, Bernd Bürger am Apparat? Hallo, Bernd Bürger, hier spricht der Präsident. Guten Tag, Herr Präsident. Was kann ich für Sie tun? Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Bernd Bürger. Dein Erzfeind, Dr. Pöse, ist wieder aufgetaucht und verbreitet erneut Angst und Schrecken. Ja, Sapperlott, was genau hat er denn angestellt? Dr. Pöse hat einen schlimmen Virus freigesetzt, der ausschließlich Menschen befällt. Einmal infiziert, kann man seine Handlungen nicht mehr kontrollieren und wird somit zur Gefahr für seine Mitmenschen. Ich verstehe. Das erklärt natürlich das völlig irrationale Verhalten des Kindes von gerade eben. Du musst Dr. Pöse finden und zur Rechenschaft ziehen. Du bist unsere letzte Hoffnung, Bernd Bürger. Nur deine enorme Nettigkeit kann uns noch retten. Denk immer daran. Bernd Bürger, solltest du scheitern, wird diese Welt in Chaos und Anarchie versinken. Ich werde es schaffen. Meine Assistentin, die Uschi, wird bald bei dir eintreffen. Ich habe ihr aufgetragen, dich zum geheimen Versteck von Dr. Pöse zu begleiten. Sie wird sich sicher als nützlich erweisen. Präsident, Ende. Bernd Bürger, der völlig in sein Telefonat vertieft war, beginnt sich nun umzuschauen. Voller Entsetzen muss er feststellen, dass sich das Virus bereits ausgebreitet hatte und die infizierten Kinder ihn eingekreist haben. Mit ihren grün leuchtenden Augen starren sie Bernd Bürger an. Man kann förmlich spüren, dass sie nur darauf aus sind, Schandtaten zu vollbringen. In diesem Moment packt eine Frau seinen Arm und zerrt ihn mit sich. Es ist die Uschi, die ihm im letzten Augenblick zur Hilfe eilt. Noch nie hatte Bernd Bürger eine solch fesche Frau gesehen. Ihr engelsgleiches Antlitz ließ ihn kurz alles vergessen. Oberbernd Bürger, wo treibst du da? Wir meinen fliehen! Jawohl, ich werde mich beeilen. Bäh! Das ist nicht gerade der richtige Zeitpunkt.
für deine Späße, Richard. Obacht! Da ist eine Bananenschale auf dem Gehweg! Bäh! Huh, oh, danke. Fast wäre ich reingetreten. Später, am selben Tag, im geheimen Versteck von Dr. Pöse. Nun gib es schon zu, Dr. Pöse. Gib es zu, dass du das Virus entwickelt hast und stell dich den Konsequenzen. Du bist nicht in der Position, dich um Forderungen zu stellen, Bernd Bürger. Sieh nur, Bernd Bürger, ich habe die Uschi in meiner Gewalt und du musst mich ansehen, wie ich ihr eine Überdosis meines schlimmen Virus initiiere. Hilfe, Hilfe! Bitte rette mich, Bernd Bürger! Halte durch, Uschi. Ich werde dich retten. Deine Ziege ist schlagfertig. Aber kann sie auch Taten folgen lassen? Ich glaube kaum. Oh nein, Bernd Bürger! Der spritzt mein so ein schlimmer Virus! Ich kann spüren, wie es meinen ganzen geilen Körper dringt. Er spritzt mein Füße. Ich verliere die Kontrolle. Ich spüre es, mein ganzes Verlangen. Ich hab das Verlangen, schlimme Sachen zu machen. Nein, Uschi! Bernd Bürger kann seinen Augen nicht trauen. Seine Chancen, den Tag zu retten, haben sich drastisch verschlechtert. Fassungslos muss er mit ansehen, wie die Uschi nun mit ausdruckslosem Gesicht und offenen Schnürsenkeln durch den Raum trabt. Dann rülpst sie laut und entschuldigt sich nicht dafür. Dieses Mal bist du zu weit gegangen, Dr. Pöse. Eine einfache Entschuldigung wird das nicht wieder gut machen können. Ich sehe, nicht einmal die Nettigkeit eines Bernd Bürgers ist grenzenlos. Mal sehen, ob du immer noch so nett bist, wenn du erstmal unter dem Einfluss meines Virus stehst. Du Schuft, du hast mir einen Pfeil mit deinem Blasrohr in den Arm geschossen. Und rate mal, mit was der getränkt war. Schurke, damit wirst du niemals durchkommen. Bäh. Du hast natürlich recht, Richard. Ich muss das Virus mit meiner Willenskraft bekämpfen. Ich muss all meine Nettigkeit sammeln und gegen das Virus richten. Ich kann es schaffen. Kein Grund, jetzt sentimental zu werden, Richard. Du bist auch mein bester Freund auf der ganzen weiten Welt. Aber das muss jetzt kein Abschied sein. Ich muss mich jetzt nur zusammenreißen. Nein! Das kann nicht sein! Das Virus müsste längst seine Wirkung zeigen. Ich werde stets über deine düsteren Pläne triumphieren, Dr. Pöse. Dein Virus kann mir nichts anhaben. Du ergibst dich lieber schnell, oder ich werde dich hart ohrfeigen. Nun gut, Bernd Bürger. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Das Gegenmittel ist nun dein. Na gut. Bernd Bürger. Und so konnte Bernd Bürger erneut den Tag retten. Alle Infizierten werden rasch geheilt und Dr. Pöse muss zur Strafe 2 Wochen lang soziale Arbeit verrichten. Einige Zeit danach lädt der Präsident Bernd Bürger, die Uschi und Richard zu sich ins Präsidentenhaus ein, um sie zu ehren.
Nun, Bernd Bürger, ich muss schon sagen, du bist wirklich ein ganz besonderer Kerl. Oh ja, das bist du. Oh, Richard, du alter Witzbold. Richard! Richard!